So, wir sind gleich bei dem Turm. Gut. Stark. Sehr stark. Eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Danke. Ich bin der Überlebenskünstler, ja. Aussicht natürlich. Wahnsinn. Aber gut. Weiter zum Turm. Noch nach mir suchen? Paganin wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgeschrieben. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Okay. Mal was anderes. Sind mal was anderes zu Ghost Recon. Oh, hier können wir ein Zimmer. Gut. Oh mein Gott. AJ, Lawine! Lawine! In Deckung! Oh mein Gott. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Prolog beendet.
Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des Goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist, hm? Banapur. Yo. Das haben wir. So, wir haben ein Herstellungsmenü. Wir können schon einen Geldbeutel herstellen. Guck, wir können Geld mitnehmen. Okay. Unser Fortschritt. Ob ich da alles mache? Nein. Also so verlorene Briefe, Poster und sowas. Will ich nicht alles machen. Fähigkeiten. Das wird noch kommen. Das ist die Karte. Und da ist Pergamins Festung. Aber gut. Ich muss mich nochmal zu ihr gehen. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. So, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Der Wolfsbau ist unsere erste Quest. Okay, gehen wir mal dorthin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Grafen, was? Sag mal, Grafen, die Schwan an! Peinlich? Okay, gut. Spulen wir nochmal zurück. Ich wusste gar nicht, dass die Schweine angreifen.
Gut. Wir brauchen ein Fahrzeug oder müssen wir dorthin gehen? Gut, gehen wir halt hin. Kein Problem mitgehen. So. Der war vorher schon mal. Fuck. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan... Mein Freund Barbier, ich weiß, dass es viel verlangt ist, dich zu unserem Kampf anzuschließen, aber nach Pergamens Verraten müssen wir Stellung beziehen. Kyre darf nicht länger Ausländern erlauben, seine Zukunft zu diktieren, natürlich. Ich weiß nicht, was die Götter mit uns vorhaben, nun, da Pagan Kyre geteilt hat, aber ich weiß, dass Widerstand unsere einzige Option ist. Mein tief empfundener Dank gilt sowohl dir auch als Kanan für eure unablässige Unterstützung. Mohan Gale. Die Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Sehr schön. Passt. So, ja, jetzt funktioniert das Mikro wieder. Wir trauen uns in die Höhle. Oh oh.
Hey, Junge, geht's gut? Nicht noch einer. So. Da. So, oder? Es gibt sogar eine Fahrhilfe, das kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, aber ja. Das ist da, glaube ich, wo man dann automatisch fährt, oder? Wenn du keinen Bock einfach zum Fahren hast. So. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Fälle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Mm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Na gut, dann... Das war's eigentlich im Grunde genommen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.